Drei Fehler, die die meisten Menschen bei der Zahnpflege falsch machen. Fehler Nummer 1, sie verwenden eine chemiereiche Zahnpasta. Eine Zahnpasta, die Parabene, Tenside, künstliche Aromen, künstliche Farbstoffe, Konservierungsmittel, Abrasivkörper, also so Körnchen beinhaltet, sollte tabu sein, sollte nicht in deinen Mund rein, weil es ist keine Pflege. Ja, ich weiß, das Marketing der Firmen und die Werbung versprechen viel. Aber lass dich nicht einwickeln. Verwende solche Pasten nicht. Fehler Nummer 2. Chemiereiches Mundwasser. Das ist genau das gleiche wie bei der Zahnpasta. Es ist die reinste Chemie. Alkohol, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Tenside, all diese Dinge in dem Mundwasser dürfen da sein, aber haben in deinem Mund nichts verloren. Fehler Nummer 3, die falsche Anwendung von Zahnseide und dann zusätzlich noch die Vorstellung, dass man mit Zahnseide die Zahnzwischenräume sauber macht. Das ist nicht der Fall. Die Zähne sind nicht ganz gerade nebeneinander, das sind keine Bauklötze und mit der Zahnseide verletzt du dich dann mehr, als dass du etwas Gutes tust. Ja, die Zahnseide hat an bestimmten Stellen ihre Berechtigung, definitiv. Aber nicht dort, wo du vielleicht Keramikimplantate hast und auch nicht dort, wo die Zähne so auseinandergehen. Dort brauchst du Zwischenraumbürstchen. Aber nicht bei Keramikimplantaten, sondern nur dort, wo du schon Reparaturen an den Zähnen bekommen hast. Ja, ansonsten machst du mit der Zahnseide mehr kaputt, als dass du was Gutes tust. Na, ist es vielleicht was fürs schlechte Gewissen, dass du sagen kannst, ja, ich verwende Zahnseide. Was sollst du stattdessen tun? Ich sag's dir, du verwendest in Zukunft eine biologische Zahnpasta, du verwendest in Zukunft das Öl, machst Öl ziehen und du verwendest Zwischenraumbürstchen, Interdentalbürstchen. Optimal das Ganze auf einer natürlichen, biologischen Basis. Denn in deinem Mund handelt es sich um das Mikrobiom, um die Mundflora. Und diese gilt es ja zu schützen bzw. wieder aufzubauen. Also setze auf biologische, auf natürliche Produkte. Wenn du noch mehr Informationen in dieser Art und Weise für deine Gesundheit haben möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Und wenn du mit mir persönlich sprechen möchtest, dann buche mich in eine Online-Sprechstunde. Ciao, ciao.